Ja, Leute, heute habe ich was ganz Besonderes für euch und zwar ein Opening. Und zwar wieder ein Opening etwas früher. Vielen Dank, Konami, für das Ganze. Und zwar The Infinity Forbidden, das neue Hauptset schlechthin. Und dieses Set hat es in sich. Exodia. Warte, was steht da? Lösche aus. Ja, Exodia ist ja auch drin. Neue Exodia-Karten und die haben es sehr in sich. Allgemein, also, ich meine, man sagt es ja immer. Man sagt immer, boah, die neuen Karten, die haben es in sich. Die neuen Karten. Leute, das ist kompletter Gamechanger. So viel kann ich auf jeden Fall sagen. Und ich gehe wie immer Stück für Stück drauf ein. Wie gesagt, kleine Erwähnung am Anfang. Ich kenne nicht alle Karten hier. Bedeutet also, wie immer, ihr seid wahrscheinlich besser informiert, wie ich da an dieser Stelle. So, wir gehen mal rein in das erste Pack. Wir fangen einfach an mit Sagen. Genau, und da haben wir schon das Erste, was wir haben, denn wir haben hier natürlich Tempai-Drache, hier mit neuen Karten drin und das ist natürlich sehr cool. Dann haben wir hier ebenfalls, da haben wir auch erstmal, das ist auch eine Karte, die man in Tempai-Drache unter anderem schmieden kann, ist Drache Feuer, was natürlich sehr gut ist und sehr passt natürlich. Stufe 3 sagt Folgendes. Und zwar, falls diese Karte halt zum Beispiel schon beschwommen wird, du kannst deine Hand ein Feuer-Drachenmonster Stufe 4 oder niedriger von deinem Deck hinzufügen. Leute, wir wissen alle, was es ist. Chondra freut sich da sehr. Von daher eine super gute Karte. Wie gesagt, wie immer, ich habe es ja schon erwähnt, ich kenne nicht alle Karten. Bedeutet also, wir müssen bei ein paar Karten natürlich lesen. Und in diesem Fall ist das nicht eine neue Karte. Dann haben wir hier die Liga. Und das ist aber eine neue Karte. Und da müssen wir eben drauf eingehen, weil die Karte kenne ich nicht. Wir haben erstmal Keep Out. Okay, und Yojamas. Gefällt mir schon mal. Wähle ein offenes Monster, das du kontrollierst. Rüste jenes gewählte Ziel mit zwei Monstern mit derselben Grundnamen wie jenes gewählte Ziel von deiner Hand, deinem Deck oder deinem Friedhof als Ausrüstungskarte aus. Und falls du dies tust, kann es weder angreifen noch durch Kampf zerstört werden, solange es mit jenen zwei ausgerüstet ist. Okay, das ist schon mal interessant. Das ermöglicht einiges, also gerade mit Bezug auf Namen irgendwie aufs Feld kriegen, um eventuell dann fusionieren zu können. Ist also interessant, ist schon mal sehr nett. Dann, du kannst für den Rest des Spielzugs, nachdem diese Karte ausgelöst wurde, keine Spezialbeschwörung durchführen, außer von Monstern mit demselben Grundtyp wie das Ziel des Monsters. Okay, also wir sind dann in den Typ gelockt, zum Beispiel Drache oder so. Kann man eventuell, na, vielleicht Blue Eyes oder so, man wird es auf jeden Fall sehen. Und dann haben wir die nächste neue Karte, Maschine, Kuchobos. Also die Namen, ich bin mit Namen eh nicht gut und das ist ja wirklich ein Name, der mir ganz schwer fällt auf jeden Fall. Aber, was sagt sie denn? Und zwar, falls diese Karte in deiner Hand oder einem Friedhof befindet, das klingt schon mal vielversprechend, du kannst ein Maschinenmonster auf dem Spielfeld wählen. Für den Rest des Spielzugs kannst du keine Spezialbeschwörung von Extra Deck durchführen, außer von Exit-Monstern. Zusätzlich beschwört diese Karte als Spezialbeschwörung. Ja, Punkt. Aber verbanne sie, wenn sie das Spielfeld verlässt. Und falls du dies tust, halbiere die ATK jenes Monsters. Zusätzlich wird die Stufe dieser Karte dieselbe wie jenes Monster. Du kannst den Effekt nur einmal pro Spielzug verwenden. Sie ist aktuell 3, 6, 7. Okay. Interessant. Ja, Maschinen. Wir haben da natürlich, einige Möglichkeiten. Wir haben die Züge, wir haben aber noch mehr Karten. Also man könnte eventuell, das ist Finsternis. Finsternis ist immer sehr gut. Können wir natürlich damit arbeiten. Das ist eine interessante Karte. Ist auf jeden Fall eine interessante Karte. Mit den neuen Karten müssen wir darauf eingehen. Mal gucken erstmal, ob wir eben hier schon noch Karten finden. Wie zum Beispiel die Exodia-Karten. Die würde mich sehr interessieren. Nekro-Rüstung. Warte, das andere war ja auch Nekro, ne? Oder? Warte, hatten wir da nicht eben... Nee. Das ist neu. Doch, nee. Nekro. Okay, Nekro-Rüstung. Neue Karte. Unterwälder Fusion. Fusionen gefallen mir immer sehr gut. Mit einem Monster... Mit einem Monsterkarte ausgerüstet Monster und ein Unterwäldler Monsterkarte. Okay, Bedingung ist schon spezieller. Also ist nicht einfach mal irgendwie so. Muss eine Spezialbeschwörung vom Extra-Deck beschworen werden, indem du die ausgeführten Karten von deiner Hand oder dein Spielfeld auf den Friedhof legst. Das wiederum ist sehr gut. Also wir brauchen nicht Fusionskarte selber dazu. Was kann sie denn? Du kannst nur einen kontrollieren. Okay, das ist fair. Einen davon nur auf dem Feld. Dann muss der Effekt immer stark sein, mein Lieber. Falls ein oder mehr Monster von deiner Hand auf den Friedhof gelegt werden, um eine Karte oder einen Effekt zu aktivieren, du kannst einen dieser Effekte ausführen. Okay, rüste diese Karte mit einem... Warte, ich muss mal dicht reingehen. Mit einem jener Monster als Ausrüstungskarte, das ihr 500 gibt, ziehe eine Karte. Oh, interessant. Okay, es wird Ausrüstungskarten, müssen wir uns mal merken jetzt an dieser Stelle. Müssen wir uns eben merken. Das sieht auch sehr hier nach... Wie heißt es denn nochmal? Ja, wie heißen die denn? Den Namen jetzt vergessen.
die man spezial beschwören kann, wenn man lesen kann. Und da haben wir erste Millennium und gleich die erste Ultra Rare. Das Besondere eben bei den neuen Millenniumskarten, also hier einem Millennium, ist halt eben, dass wir sie aus der Zauber- und Fallenkarten zu einem Spezial beschwören können, indem wir 2000 Lebenspunkte zahlen oder ein Millenniumsmonster in der Hand vorzeigen. Beschwöre die Karte als Spezialbeschwörung, dann kannst du deiner Hand eine Millenniumskarte von Deck hinzufügen. Super gute Karte. Und wie gesagt, die Mechanik gefällt mir sehr, dass man eben aus der Zauber- und Fallenkartenzone eben sich beschwören kann. Und da haben wir Unterweltschmieds. Ja, des Unterweltschmieds. Und Unterweltschmieds wird sehr stark. 3 als einer, auch einer neuen Karte. Während der Endphase deines Gegners, falls dein Gegner insgesamt mehr Karten in seiner Hand und auf seiner Spielfeldseite hat, als du in deiner Hand und auf dem Spielfeld, beschwöre 3 normale Monster Spezialbeschwörung von Friedhof. Du kannst diese Karte von Friedhof verbannen und dann 3 Monster mit unterschiedlichen Grundnamen wählen, die du kontrollierst. Setze eine Zauber- und Fallenkarte, die oder die Grundnamen aller 3 gewählten Ziele erwähnt. Das ist ja wirklich für Ojama. Aber ich bin mir sicher, gerade eben so Karten, die dann mit Fusion und Namen arbeiten, dass man da auch was anderes machen kann. Also glaube ich zumindest auf jeden Fall, dass wir eben da auch andere Möglichkeiten haben. So, Kamera heute wieder on point, obwohl ich das extra sogar verändert habe. Tritron, ja, Tritron ist hier auch drin. Viele freuen sich da auf jeden Fall für. Und da haben wir Golem. Auch Golem ist eine Millenniumskarte. Und wie gesagt, auch er, falls sich diese Karte in deiner Hand befindet, du kannst sie als offene Zauber- und Fallenkarte legen. Solange diese Karte eine permanente Zauber- und Fallenkarte ist, du kannst entweder 2000 Lebenspunkte zahlen oder eine Millenniumskarte in deiner Hand vorzeigen. Beschwöre die Karte als Spezialbeschwörung, dann kannst du deine Hand ein Tempel von deinem Deck hinzufügen. Wir merken, man kann arbeitet hier mit Zauber- und Fallenkartenzone, was ich eben gesagt habe, und kann er eben speziell beschwören. Und hier haben wir eine neue Fallenkarte, sie ist auch neu und müssen wir natürlich lesen. Beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung und als Effektmonster. Okay, Stufe 2, 0-0. Stufe 2? Super gut. Sie ist aber Fee Erde, nicht Wasser, das ist natürlich schade. Eine pro Kette, wenn dein Gegner einen Monster-Effekt auf der Spielfeldseite aktiviert, der eine oder mehr Karten kontrolliert als Ziel wird, Stelleffekt, annulliere jene Effekt des Gegners. Dann, falls jedes Monster die höchste ATK auf dem Spielfeld deines Gegners hat, gib es auf die Hand zurück. Oh, kann annullieren. Interessant, interessant. Und oh, Leute. Ja, viele werden sagen, schön, dass sie da ist. Einige werden sagen, ja, kann, hätte auch in einem anderen Set sein können. Sie ist jetzt hier drin, zur Mond des geschlossenen Himmels. 2 Effektmonster. Und jetzt fragt euch, Maurice, warum bist du denn so euphorisch? Warum ist die Karte so gut? Ja, sie ist Unterwäldler. Link 2, Licht. Licht Unterwäldler. Perfekt. Das ist eben perfekt für eben, wir hatten es eben schon, für die Unterweltschmiede, weil man eben bei einem Link-Monster, das Link 1er, kann man eben einfach, ein Unterwäldler Lichtmonster benutzen, was natürlich super gut ist. Dann haben wir hier die Statue des Heiligen Drachen, die ist ebenfalls neu, Pendelmonster sogar. Drachenpendel, wenn ein Monster eines Gegners einen Angriff deklariert, du kannst die Karte in deiner Pendelzone legen. Und falls du dies tust, gib das Monster deines Gegners auf die Hand zurück. Okay, ist nett. Du kannst diesen Effekt von ihnen nur einmal pro Spielzug verwenden. Falls die Karte in die Monsterzone zerstört wird, du kannst diese Karte in deine Pendelzone legen. Okay, erstmal Pendel um 1, also Scale 1, super. Was kann denn der Scale? Falls ein oder mehr Monster durch deinen Falleneffekt als Spezialbeschwörung beschworen werden, du kannst eine Karte auf dem Spielfeld wählen, gibst sie auf die Hand zurück. Dann du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung beschwören. Du kannst diesen Effekt von ihnen in eurem Spielzug verwenden. Oh, Leute, da harmoniert doch was. Super, super nice. Und nächster. Ah, nur neue Karten, es tut mir leid. Fisch, Synchro, Empfänger, Stufe 2, das ist super. Also allein jetzt das schon gut. Fisch, Synchro, 2, ein Empfänger, ein Nicht-Empfänger, perfekt. Also es braucht keinen Fisch, sehr gut. Falls die Karte als Spezialbeschwörung beschworen wird, du kannst eine andere Karte auf deiner Hand oder Spielfeldseite auf den Friedhof legen, um dann eine Zauber- und Fallenkarte wählen, die oder die dein Gegner kontrolliert, zerstöre ihn oder sie. Du kannst diesen Effekt von ihr nur einmal pro Spielzug verwenden. Einmal pro Kette während der Main-Phase deines Gegners, Quick-Effekt, solange dieser Effekt aufgelöst wurde, führe eine Synchro-Beschwörung durch mit dieser Karte. Boah, Formelsynchron nochmal in anders und mit Zauber- und Fallenkartenzerstörung. Sehr gut, legen wir auch hier raus, auf jeden Fall, zu den besonderen Karten. Ja, Leute, es ist schon wieder sehr viel Zeit vergangen, aber ihr kennt das bei mir inzwischen schon. Ihr kennt das bei mir. Neue Karten müssen systematisch gelesen werden. Und wir gehen natürlich auf Karten ein. Ja, wir können da schon indirekt gehen. Marionettenspiel. Wir warten natürlich auf die Interessanten noch. Genau, und Finster und Enddrache, beziehungsweise Finster und Licht. Allgemein sind hier ebenfalls neue Karten drin, was sehr interessant ist. Und wir haben hier Momentum.
Momentum, auch sehr gute neue Karten, darf man nicht vernachlässigen. Betäubender Pilz und drei kennen wir schon. Und da ist die Field Spell von eben den Puppen, um genau zu sein, eben von den Gimmick-Marionettenmonstern. Und diese Field Spell ist unglaublich stark, denn sie sagt halt Folgendes. Du kannst jetzt mal deine Hand ein Gimmick-Marionette-Monster vom Deck hinzufügen. Top. Das alleine würde die Karte schon ultra stark machen. Aber sie sagt Folgendes noch. Und zwar, ein pro wo ist der Effekt jetzt? Wenn diese Karte aktiviert wird, du kannst deine Hand eben hinzufügen, die du kontrollierst, können nicht durch Kampf zerstört werden und bleiben von aktivierenden Effekten des Monsters des Gegners unberührt, außer von Exceed-Monstern. Ja, Leute, nur Exceed-Monster betrifft eben dieses Deck dann mit, wenn man eben das hat. Und natürlich, ne, man weiß, zum Beispiel Aschenblüte, Effektverschleierin, sind Karten, die natürlich keine Exceed-Monster sind und daher ist man davon eben protected, was sehr gut ist. Und hier natürlich Gimmick-Marionetten. Lüftiger Fresser, ebenfalls neu. Unterwäldler, Fusion, zwei Unterweltmonster mit derselben Eigenschaft. Das ist ziemlich einfach zu machen. Falls diese Karte als Fusionsbeschwörung beschworen wird, du kannst ein Unterweltmonster von deinem Deck auf den Friedhof legen. Okay, das ist schon mal gut. Einfach mal hier auf den Friedhof legen. Falls sich diese Karte in den Friedhof befindet, du kannst zwei Untermeldermonster der Stufe 6 oder höher mit derselben Eigenschaft wie das jeweils andere vom Friedhof verbannen, außer ihnen beschwören diese Karte als Spezialbeschwörung. Okay, er kann sich selbst Spezialbeschwören. Das kann natürlich relevant sein und mal Dolche. Natürlich, Leute. Ja, auch mal Dolche bekommt der neue Karte und die ist super gut. Ne, wir kennen ja alle natürlich Tiramisu. Tiramisu, super gute Karte. Das ist Tiramisu Reverse quasi, denn ja, Tiramisu geht quasi ja nur in euren Zug. Das hier geht auch im gegnerischen Spielzug. Super gute Karte. Und den Drachen, den finde ich auch echt gut. Und dann haben wir natürlich Weißen Wald. Natürlich auch ebenfalls ein neuer Archetype, der hier drin ist, der auch echt gut ist und der einiges in sich hat. Man muss natürlich sehen, am Ende immer, wie sich was durchsetzen wird, aber trotzdem eine super guter Archetype. Dann haben wir den Drachen hier nochmal, dann haben wir wieder Marionetten und Zeturion. Wir kommen natürlich hier auch nochmal zu Tor. Ja, Zeturion in der Vergangenheit, rote Puppe, auch sehr gut von Artwork, 10 von 10. Und wir haben hier nochmal mal Dolche. Wie gesagt, mal Dolche bekommt hier einiges an Support. Aber was ich eben sagen wollte ist, ja, Zeturion natürlich ein Deck, was auch immer wieder hier in den ein oder anderen Set dann eben neue Karten bekommt. Was man aber jetzt leider länger nicht mehr in der Turnierszene, zumindest nicht ganz oben eben gesehen hat. Dann, wie gesagt, Mementor, wie gesagt, gibt auch gute Karten. Ist ein Deck, was man nicht unterschätzen darf. Also wirklich, Leute, mit den neuen Karten darf man das eben nicht vergessen. Und was haben wir hier? Wieder eine neue Karte. Ein Raum. Was sagt er denn? Beschwöre ein... okay, also diesen Namen. Mimigul-Monster. Speziell schon von deiner Hand oder deinem Deck auf deine Spielfeldseite oder in die verdeckte Verteidigungsposition. Okay, das ist super. Also aus dem Deck Spezialbeschwören ist schon mal sehr strong. Dann kannst du ein offenes Monster auf dem Spielfeld in die verdeckte Verteidigung ändern. Du kannst diese Karte von Friedhof verbannen und dann eine beliebige Anzahl eben themeneigener Karten wählen, die du kontrollierst, gib sie auf die Hand zurück. Warte mal, wozu gehören die? Die gehören jetzt, warte, ganz am Anfang hatten wir das, ne? Ist das nicht auch dieses Maschinenmonster? Warte, wir müssen jetzt mal finden. Hier ist erstmal Moon nochmal. Ganz am Anfang, warte, ganz am Anfang. Ja, wir müssen jetzt mal hier, da. Nee, das ist der nicht. Ich steige gerade nicht, was zu welchem Archetype gehört. Aber ich denke mal, am Ende wird sich das auflösen. Klingt erstmal interessant. Vor allem, wir können auch ein gegnerisches Monster mit einfach verdeckt setzen, ne? Wenn ich es richtig verstanden habe. Oder in die verdeckte Verteidigung zum Beispiel. Genau. Und zwar beschwöre eben ein gegnerisches Monster speziell schon von deiner Hand oder dem Deck auf deine Spielfeldseite oder in verdeckte Verteidigung auf die Spielfeldseite deines Gegners. Dann kannst du ein offenes Monster auf dem Spielfeld in die verdeckte Verteidigung ändern. Ja, ist quasi wie ein Buch. Plus Monster. Super stark. Ist jetzt die Frage, was natürlich die anderen Karten können. Muss man natürlich dann eben gucken. Aber ansonsten, da, Momento. Wie gesagt, Momento bekommt hier eine andere Karte als anderen. Und das Deck war sogar möglich zu spielen. Vorher schon, natürlich durchaus. Aber jetzt natürlich mit den neuen Karten sehr, sehr stark. Ja, Leute, sehr nice. Und oh, Tempai-Drache. Ja, der ist es denn. Ja, Leute, wir bekommen natürlich auch einen neuen Tempai-Drache. Und hier jetzt in Form einer Ultra-Rare. Ist natürlich Feuer-Drache, passt natürlich perfekt. Und falls die Karte deine Hand hinzugefügt wird, außer durchziehen, du kannst die Karte als Spezialbeschwörung beschwören und wird als Empfänger behandelt. Ein weiterer Empfänger für Tempai-Drache. Da freuen wir uns doch alle drüber. Licht und Finsternis, wie gesagt, ist hier drin. Und ui, ebenfalls eine neue Karte. Ein Maschinenmonster und ein Pyromonster. Das riecht schon mal wieder was für Superpolymerisation in irgendeiner bestimmten Kombination gegen gewisse Decks. Falls die Karte als Spezialbeschwörung beschworen wird, du kannst alle Monster mit 1000 oder weniger zerstören. Okay, das ist stark.
Ey, das ist voll gut. Also natürlich, je nachdem, welches Deck du spielst, aber das ist voll gut. Dann, die dein Gegner kontrolliert. Falls diese Karte auf den Friedhof gelegt wird, du kannst ein Monster mit 1,5 oder weniger ATK wählen, das dein Gegner kontrolliert, zerstöre jenes Monster. Und falls du dies tust, führe den Gegner Schadenhöhe der Grund-ATK zu. Das ist, also, klar, ne? Maschine Pyro. Maschine Pyro. Was ist gerade Maschine Pyro? Überleg gerade. Also, Pyro, okay, fair. Maschine ist gerade nur so eine Kombination halt dann. Ich sag mal so. Effekt ist stark. Man muss nur das Deck finden, wo man das eben perfekt kombinieren kann. Und jetzt haben wir hier schon eben rübergeschoben. Ah, genau. Vulmonika bekommt ebenfalls nochmal neue Karten. Auch ganz vergessen. Und was haben wir hier? Aqua-Empfänger, neue Karte. Stufe 2 Aqua-Empfänger. Leute, das ist doch schon Traum. Wasser, Traum. Das ist ja kröterlich umwerfend. Und zwar, falls ein oder mehr Monster durch den Falleneffekt als Spezialbeschwörung beschworen werden, außer dem Damage Step, du kannst die Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand oder deinen Friedhof beschwören. Das ist gut, das harmoniert perfekt mit den Fallen, weil die sind auch Stufe 2, ne? Das heißt, okay, wir können easy Synchro 4 machen. Okay, ganz gut. Was geht's weiter? Spezialbeschwören. Vom Friedhof beschwören, aber verbanne sie, wenn das Spiel verlässt. Während der Battle Phase deines Gegners, Schnelleffekt, du kannst einen dieser Effekte auswählen. Solange, sofort, nachdem der Effekt aufgelöst wird, führe eine Synchro-Schwörung durch. Oh, Traum, Traum! Dann, sofort nachdem dieser Effekt aufgelöst wird, führe eine Exit-Beschwörung durch, verwende den Monster, die du kontrollierst. Wir können den gegnerischen Spielzug Exit beschwören oder Synchro beschwören. Das ist gut! Das ist sehr gut! Super gute Karte. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Genau. Die ist ja auch neu, aber die haben wir auch schon gelesen. So, wir kommen hier durch. So nach und nach. Leute, es tut mir leid. Die Openings werden immer so lang bei mir, aber da müsst ihr jetzt mit leben. Ich will auf neue Karten eingehen, neue Karten lesen. Neue Karte. Unterwälder Flip. Leute, wir sind zurück in the Flip. Wir sind bei Schattenpuppen. Nein, sind wir nicht. Unterwälder Flip. Falls diese Karte, das ist diese. Das kann nicht, das ist die, oh, wir haben es gefunden. Das ist die Trap. Die Trap, die die rufen kann. Easy. So, jetzt haben wir es. Und zwar, Flip. Der Gegner zieht eine Karte. Okay, das ist sehr lustig, weil könnte den Gegner die auch geben. Lege eine Karte von deiner Hand auf den Friedhof. Und übergib die Kontrolle über diese Karte an Gegner? Krass. Das heißt, wenn wir es schaffen, die zu flippen, also wir geben sie mit der Trap, flippen, dann ziehen wir eine Karte, der Gegner discardet eine Karte und wir kriegen sie. Ist strong, ist strong. Während deiner Main Phase, du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von der Hand auf das Spielfeld deines Gegners in verdeckter Verteidigungsposition beschwören. Falls die Karte normal spezialbeschworen wird, du kannst ein verdecktes Monster auf dem Spielfeld in offene Angriff oder Verteidigungsposition ändern. Ey, mir gefällt der Archetype sehr. Ich will mehr davon. Ja, dann Unterweltschmieds, wie gesagt, ne? Super gute Karten allgemein, also das ganze Deckthema. Und wieder Weißer Wald. Krass, so ein Unterwäldler? Thema gefällt mir. So, Nekro-Rüstung. Also wir haben anscheinend zwei Archetypes hier drin. Einmal eben hier mit Unterwälder und eben mit Stufe 2 irgendwie auch. Ne, das ist noch ein anderer, ne? Also wir haben irgendwie auch noch was hier mit Stufe 2 und so. Ist auch sehr interessant. Und wir haben, ja gut, und irgendwas mit Ausrüstung. Dann wieder Valamunkanisch. Ist überraschend. Also neuer Support ist gut. Gefällt mir auch. Dann haben wir hier und Tief. Ist auch neu. Tiefsee-Unterwäldler. Du kannst eine Karte abwerfen und der Eigenschaft deklarieren, außer Wasser. Beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand und auf eine beliebige Spielfeldseite. Die sind alle mit Spielfeldseiten, ne? Dann, Spielfeldseite deines Gegners. Beschwören. Kannst du ein Unterwäldler-Monster viel niedriger von oder niedriger mit einer anderen Grundeigenschaft als der deklarierte als Spezialbeschwörung von deiner Hand oder Friedhof Spezialbeschwören. Zusätzlich kannst du für den Rest des Spielzugs keine Spezialbeschwörung durchführen von Extra-Deck, außer mit Unterwäldermonstern. Okay, ist ein weiteres Monster, was du eben auf dem Feld beschwören kannst. Ist ganz nett. So, wir haben die Hälfte jetzt durch. Ja, Leute, man glaubt es kaum. Jetzt erst die Hälfte. Wir haben noch keine Secret Rare gezogen. Also von daher könnten wir hier noch einiges ziehen. Und wir müssen jetzt hier wirklich mal ein bisschen das, ja, sagen wir erstmal hier Lichtprobleme. So, da sind wir wieder mit Licht. Ein bisschen schneller durchgehen. Wir haben, oh, Madolche. Ich habe ja gesagt, Madolche bekommt neuen Support. Ist sehr nett. Dunkle Magier Spiegelkraft. Ja, bekommt hier ebenfalls neu drin. Und wir haben hier sogar auch einen neuen dunklen Magier drin. Wir haben ja gesagt, wir haben ja Exodia-Karten drin. Wir haben die Millennium-Sachen drin. Und wir haben aber auch noch
theoretisch einen neuen Dunkle Magier. Und da haben wir erstmal von Weißen Wald unser Stufe 2 Monster Hexer. Sehr schön. Nehmen wir natürlich mit. Super gut. Ja, mal gucken, ob wir noch von Unterwäldler Schmieds eine Karte ziehen. Da würde ich mich natürlich sehr darauf freuen, wenn wir da auch noch eventuell Secret Red ziehen, natürlich. Weiter geht's hier. Wie gesagt, Veronika. Und, oh ja, hier ist wieder Ungeheuer. Wie, Ungeheuer? Ich dachte, die sind alle Unterwälder. Der andere war Unterwälder. Der andere war Unterwälder, der ist Ungeheuer. Flip, falls die Karte, falls es die Main Phase ist, führe nacheinander folgenden Effekt für. Verbanne obersten drei Karten deines Decks, dann beschwöre einen deiner verbannten Monster, Spezialbeschwörung, Ausspielseite deines Gegners in Verteidigungsposition. Übergib die Kontrolle über diese Karte an deinen Gegner. Oh, sehr nice. Und während der Main Phase, du kannst diese Karte Spezialbeschwörung von Hand beschwören, Ausspielseite deines Gegners in verdeckte Verteidigungsposition. Du kannst diesen Effekt nur pro Spielzug verwenden. Dein Gegner kann offene Zauberfangkarten, die du kontrollierst, nicht als Ziel für Karteneffekte wählen. Okay, interessant. Also die Mechanik gefällt mir wirklich sehr gut hier. Eben mit dem gegnerischen Monster geben. Aber wenn sie dann ihren Effekt aktivieren, dann kommen sie wieder. Also da freue ich mich auf jeden Fall drauf, mehr von den Karten zu sehen. Also auf jeden Fall. Mehr ist mehr, ne, sag ich dann immer. Und wir haben nochmal den Raum und nochmal den Fisch und nochmal Mond. Und nochmal... Ey, wir ziehen wirklich viele neue Karten, die ich alle nicht kenne. Ja, ihr habt schon vielleicht das 20. Opening jetzt hier gesehen. Und ihr sagt so, ja, die kennen wir alle. Aber ich nicht. Ich kenne die alle nicht. So, deswegen gehen wir hier weiter durch. Oh, das ist der nächste, ne? Nee, ist der gleiche. Nee, ist ein Nee. Das ist der Unterwäldler. Das ist der mit Draw, Discard, Draw. Der ist cool. Der gefällt mir sehr gut. Komischer Baum. Komischer Baum. Ja, Pflanzen bekommen auch weiter neuen Support. So, da geht's mal durch. Wir haben ja hier Pflanze, ne? Ist ja sehr umstritten fast, kann ich sagen. Nein, umstritten ist das falsche Wort, aber hat der Deutsche Meisterschaft gewonnen. Und jetzt natürlich auch neue Karten hier. Wie gesagt, Lichtend und Finsternisend. Wie gesagt, da haben wir auch neue Karten zu. Sind hier jetzt eben drin. Und wir haben... Oh! Da haben wir Kovus, das Exit. Illusion. Ja, wir haben das erste Exit Illusion Monster in the House. So, dann müssen wir hier... Das Illusion Monster können wir hier zur Seite legen. Ja, Illusion bekommt nach und nach immer mehr Karten. Es war ja klar, es war ja zu erwarten, dass es passiert. Und hier jetzt eben auch in Form eines Exit-Monsters. Und jetzt hier gehen wir erstmal weiter. Wir gehen zur Puppe. Wir haben hier Dondroa und... Oh, da ist doch Licht und Finsternis, das neue Fusionsmonster. Lichtdrachenmonster der Stufe 8 und ein Finsternismonster. Ganz langsam, ey. Heute ist aber auch der Wurm drin hier. Also ein Lichtdrachenmonster Stufe 8 und ein Finsternismonster Stufe 8. Ganz simpel eigentlich. Muss als Fusionsbeschwörung beschworen werden, solange diese Karte auf dem Spielfeld liegt. Hat sie zusätzlich die Eigenschaft Finsternis. Einmal pro Kette, falls der Gegner eine Zauber- oder Feindkarte oder ein Monsterwerk aktiviert wird, du kannst diese Karte genau 1000 ATK verlieren lassen. Falls du dies tust, annulliere die Aktivierung. Falls die Karte und den Besitzer durch den Karteneffekt deines Gegners zerstört wird, du kannst ein Drachenmonster in der Friedhof wählen und es als Spezialbeschwörung beschwören. Ja, Leute, das ist, erinnert natürlich an den Light and Darkness Dragon in höchstpersönlich. Ne? Also erinnert sich ja daran. Haben wir hier noch den flammenden. Also das flammende Ungeheuer, ohne Witz, da bin ich gespannt, ob man da ein Deck findet, weil das ist wirklich ein guter Effekt. Und da haben wir hier, sündhafte Beute. Sündhafte Beute hier drin, ist für Illusion und für Hexer. Also von daher, ja, passt auch hier wieder, weil wir ja auch Illusion-Monster hier drin haben. Also neue und Illusion ja allgemein neu ist. Und daher passt das natürlich. Und natürlich sündhafte Beute, ja Leute, wir wissen alle, die schwarze Hexe freut sich da. Weiter geht's ja und finde ich super. Ich finde den super. Also wirklich. Den finde ich sehr, sehr toll. Und ich hoffe, dass man den vielleicht in der ein oder anderen Deck spielen wird. Ist eine super starke Karte aus meiner Sicht. Weiter geht's hier. Wir haben Millenniums hier. Wir haben noch die Möglichkeit auf eine Secret Rare. Hier erstmal Tritron als Super Rare. 5000. Ja, also Leute, das ist eine Angriffsmaschine, würde ich sagen. Das ist die Angriffsmaschine. So, mal gucken. Wir haben noch drei Stück. Ich würde mir... Ja, was würden wir gerne haben wollen? Man muss ja mal gucken. Der neue dunkle Magier. Komm, der neue dunkle Magier. Den würde ich doch gerne haben wollen. Nein, haben wir in diesem Fall nicht. Okay, und jetzt noch zwei Packs. So, noch zwei Packs hier. Und noch eine Secret Rare. Und ich bin gespannt, welche das sein wird jetzt in diesem Fall.
So, wir haben hier wieder Marionetten, Finster End, Madoche und... Oh, der Hase! Der Hase! Und jetzt fragt ihr euch, was für ein Hase? Der Hase! Okay, ich hoffe, der Hase. Aber der Hase ist gut. Der Hase erlaubt uns nämlich eben, Zaum- und Fallenkarten zu setzen. Der Hase! Der Hase... Ich glaube mir, das ist eine Karte, die sehr unterschätzt ist. Definitiv ist sie unterschätzt. Und nochmal Mond. Mond des geschlossenen Himmels. Wie gesagt, eine Karte, die wir auf jeden Fall brauchen, eben für unsere Schmiede. Für unsere Schmiede und zu guter Letzt der dunkle Magier. Wir haben ihn. Okay, ich habe gesagt, ich will den dunklen Magier haben. Wir ziehen nochmal. Dunkler Magier, der Magier der schwarzen Magie. Super, super gut. Der Name dieser Karte wird als dunkler Magier, solange sie auf dem Spielfeld liegt. Perfekt. Neuer dunkler Magier ist da. Und natürlich basiert das Ganze eben auf dem glänzenden Sarkophag. Von daher... super nice. Und ich bin gespannt, was danach rauskommen wird mit dem glänzenden Sarkophag. Neuer dunkler Magier haben wir auch. Und dann noch die letzten Karten hier. Nochmal Mond. Oh, Mond haben wir jetzt ganz schön oft am Ende. So, was haben wir jetzt hier? Wir haben hier einiges. Wir können mal hier eben die Karten hier zusammenpacken. Nochmal eben durchgehen. Dann zunächst einmal, wir haben den dunklen Magier. Der Hase. Wie gesagt, der Hase wird auch noch interessanter, als ihr denkt. Tritron ist hier drin. Neue Karten, die interessant sind. Der Enddrache natürlich. Illusion. Flipmonster. Bin ich sehr gespannt drauf. Natürlich Weißen Wald. Super gute Karte. Tempeldrache, auch sehr gut. Gefällt mir noch sehr gut. Gefällt mir auch sehr gut. Interessante Karte, wird sehr interessant, denke ich mal. Dann haben wir mal Dolche, neuen Support, neue Fusionsmonster. Dann haben wir natürlich eben natürlich die Puppen. Dann haben wir auch ein super cooles neues Synchromonster. Neue Falle. Dann haben wir eben, wie gesagt, Millennium. Wird ebenfalls dazu. Und nochmal hier eben Necro-Rüstung. Und zu guter Letzt natürlich, ich mach's mal jetzt hier in Form von diesen hier. Wir haben hier natürlich auch noch eben Unterweltschmiede drin. Aber wir packen jetzt hier den dunklen Magier rein als kleines Highlight. Und ich hoffe natürlich, das Ganze hat euch wie immer gefallen. Denn ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und wie immer natürlich viel Spaß beim Duellieren.